die Rechte der Betroffenen gewahrt? Was wird wie lange von wem gespeichert? Wie sorgt man dafür, dass auf diesen Märkten die schwarzen Schafe verschwinden? Ist ja unser Alltagsgeschäft. Zwischen 3 und 5% wollen die Verbraucher übers Ohr hauen. So, das gibt es überall, gehört auch zur Wirtschaft. Aber da muss Marktaufsicht stattfinden. Und das kann ich in dem Feld noch nicht so richtig sehen. Wir haben eine Lebensmittelüberwachung, die guckt in der letzten Dönerbude, dass sie kein Gammelfleisch verticken. Und gleichzeitig habe ich, bemühe mal das Beispiel Google, habe ich ein Unternehmen, das nach gängigen Methoden und nach gängiger Vorstellung des Post- und Fernmeldegeheimnisses jedenfalls Dinge tut, die ich da nicht mehr gut finde. Und deswegen auch hier, die Marktaufsicht muss der Staat nicht alleine machen, aber er muss sich darum kümmern, wie kann hier eine Marktaufsicht letztlich stattfinden. Wir haben das zusammengefasst unter dem Stichwort soziale Marktwirtschaft 2.0. Ich möchte eigentlich, dass in dieser Welt, in der ich mich bewege, die Regeln einer bürgerlichen Gesellschaft und die Regeln einer sozialen Marktwirtschaft eingehalten werden, und zwar von allen Akteuren. Und das betrifft auch die Verbraucher, die eben lernen müssen, ich kann mich nicht kostenlos und nicht nur kostenlos bedienen. Sie haben ja darauf hingewiesen, wenn ich keine Qualitätsjournalisten mehr habe, die vernünftige Artikel schreiben, dann ist das nicht nur ein Problem der Information, sondern ein Problem für eine demokratische Gesellschaft, die diese Kraft braucht, um sozusagen immer auch den Spiegel vorzuhalten. Ich glaube schon, dass Google Goggles ein gutes Beispiel dafür ist, was an Problemen noch außen zukommt. Nicht so sehr, weil es Google ist, sondern weil es einen technologischen Schritt zeigt, der uns ein völlig neues Problemfeld eröffnet. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass wir in 5 Jahren jeder von uns Sensoren bei sich trägt, die irgendwie mehr oder weniger hochauflösende Fotos machen können, die automatisch mit Geodaten verknüpft werden und sie gleichzeitig verbraucherfähige Gesichtserkennung in jedermanns Hand haben, dann sind die 4,2 Millionen Videokameras in Großbritannien ein Witz. Aber ich finde, ganz wichtig ist, dass wir den Mensch in den Mittelpunkt stellen und dass wir in den Schulen und ganz früh eben nicht zugucken oder nur zur Kenntnis nehmen, dass die 2- bis 6-Jährigen im Internet sitzen, sondern dann dafür sorgen, dass die Kindergärtnerinnen geschult werden, dass die meinetwegen europäischen Computerführerschein haben und den Kindern sagen können, passt auf, erstens, zweitens das und Datenschutz ist jenes. Wir müssen den Menschen beibringen, schon in frühester Jugend, Internet, es gibt nichts umsonst. Ganz wichtiger, aber einfacher Gedanke, wenn ich mich umsonst irgendwo einlogge, heißt das, dahinter läuft ein Geschäftsmodell. Da sehe ich auch eine Aufgabe für den Staat. Das heißt, der Staat hat eine gewisse Rolle, die er auch in der Realität hat. Erstens Herstellen von Sicherheit, zweitens Vermittlung von Zugang und Bildung und drittens im Zweifelsfall auch den Rechten der Bürgerinnen und Bürger helfen. Ich bin sehr dankbar für dieses Beispiel, was sehr häufig sehr falsch verwendet wird mit dem Arbeitgeber oder dem Personalchef, der dann jemanden nicht einstellt, weil er irgendwelche Fotos von sich auf Facebook eingestellt hat, weil das zeigt, dass die Sollbruchstelle von der Betrachtung Datenschutz noch immer häufig an der falschen Stelle sitzt. Ich würde sagen, dass der Arbeitgeber, der sich erdreistet, private Daten aus dem Netz, aus geschlossenen Netzwerken herauszufischen, und die zu verwenden, dass der eher den Fehler macht, als die Schuld auf den Nutzer zu schieben. Dass der Nutzer auch mündig sein muss, ist keine Frage. Aber ich erwarte von einem Arbeitgeber, und ich kann das auch erwarten, dass er meine privaten Daten ebenso wenig durchwühlt, selbst wenn das technisch möglich ist, wie meinen privaten Müll, wo auch die Mülltonne vor der Tür steht und er theoretisch reingucken könnte, was habe ich eigentlich so gekauft und weggeschmissen. Erstmal noch mal kurz auf, was Sascha Lobo gerade gesagt hat. Ich bin ja auch Arbeitgeber und bekomme ab und zu Bewerbungen. Und ich hatte schon oft genug Fälle, wo ich dann den Namen auch mal bei Google eingegeben habe. Machen wir in der Regel. Wir wollen ja auch, dass die Leute Internet erfahren sind. Und dann habe ich oftmals Sachen gefunden, wo ich dann erstmal eine Mail denen zurückgeschrieben habe, dass sie mal zukünftig bei anderen Bewerbungen darauf achten sollen, dass sie bestimmte Informationen über sich einfach nicht im Netz preisgeben sollen. Wenn ich dann halt jemanden finde, der irgendwie in einem Selbstmordforum über seine Depression geschrieben hat und über dieselbe Mailadresse bewirbt sich diese Person um eine Ausbildung, dann muss man halt den Leuten ein bisschen helfen, weil ihnen wurde bisher nicht geholfen. Und man muss sie halt darauf hinweisen, dass sie da ein bisschen besser drauf achten sollen, weil andere machen das auch. Also insofern, man kann das jetzt nicht nur irgendwie den Arbeitgebern in die Schuhe schieben, sondern man muss den Leuten halt auch einfach mal irgendwie das beibringen vorher, dass sie halt mal Datensparsamkeit selbst praktizieren sollten. Ja, aber ich halte es trotzdem nicht für dein Recht als Arbeitgeber, diese Informationen zu verwenden.
dass die Information existiert und sie zu verwenden, da möchte ich gerne unterscheiden und ich hätte auch gerne, dass der Staat da unterscheidet. Fangen wir erstmal bei Vertrauen in den Staat an. Also ich hätte ja gern Vertrauen in den Staat, aber dann hätte ich auch gern, dass der Staat mir vertraut. Ich habe das Internet in mein Leben integriert, ich habe das Internet dabei, das wird irgendwo gespeichert und ich habe kein Vertrauen in den Provider, dass diese Daten für ein halbes Jahr gespeichert werden. Ich habe kein Vertrauen, dass diese Daten nicht irgendwie von irgendeinem Beamten in den Sicherheitsbehörden vielleicht mal falsch genutzt werden könnten und so weiter. Also die Dienste, die ja angesprochen worden sind, also ob das ein Facebook ist oder ein Google Mail oder ein Xing oder andere, die Menschen wollen diese Dienste. Und ich bin sicher, und ich kenne dazu jetzt keine Studie, ich bin ganz sicher, dass es bei diesen jungen Leuten, bei den 25-, 30-Jährigen auch ein anderes Verhältnis zum Datenschutz gibt. Gibt es mit Sicherheit, weil die auch in einem vernünftigen oder einem bestimmten Rahmen, vernünftig sei dahingestellt, die Öffentlichkeit suchen. Die Nutzer wollen diese Dienste und wir beschäftigen uns Tag für Tag damit, Dienste weiterzuentwickeln, um eben wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. Und das ist ein entscheidender Punkt, dass wir uns an dem orientieren, was die Nutzer wollen, an dem orientieren, was die Nutzung der Seite vorantreibt und letztendlich natürlich auch dazu, dass wir Geld verdienen, aber letztendlich entscheiden wir uns in erster Linie dafür, für die Dienste zu entwickeln, die Nutzung schaffen, um natürlich auf der Basis dann auch Geschäft machen zu können. Was aber wichtig in dem Zusammenhang ist, ist, dass dieser Wettbewerb auch gleichzeitig ein gutes Regulativ schafft. Denn ich behaupte, Vertrauen ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, den Unternehmen haben oder eben auch nicht haben, im Kampf um ihre Kunden. Ich glaube, dass wir in vielen Punkten, was Datenspuren angeht und so weiter, schon ein sehr gutes Datenschutzrecht in Deutschland haben, was aber nicht angewendet wird. Und da, glaube ich, ist zwar eine Stärkung der Aufsichtsbehörden eine gute Möglichkeit, aber ich glaube, wir sollten nicht nur auf die Aufsicht, auf die staatliche Aufsicht setzen, sondern eben auch auf Verbraucherverbände, auf Datenschutzverbände und auf Betroffene selbst, die ihre Rechte wahrnehmen und die dann auch Klagebefugnisse brauchen, auch auf Wettbewerber, die zum Beispiel über das Wettbewerbsrecht solche Datenschutzverstöße abmahnen könnten, wenn man ihnen das Recht geben würde. Ich glaube, es muss zuallererst im Bereich der Durchsetzung investiert werden des bestehenden Rechts, denn da gibt es erhebliche Defizite noch. Aber hier läuft der Datenschutz ja völlig aus dem Gleis. Das heißt, er existiert überhaupt nicht mehr, weil die Meinungsfreiheit im Rahmen dieser Internetveröffentlichungen als vorrangig angesehen wird. Und das sind jetzt nicht nur im Einzelfall hier die Lehrer, also bei spickmich.de, sondern wir haben einige Oberlandesgerichtsurteile, ich nenne jetzt zum Beispiel mal das Oberlandesgericht Karlsruhe, das also bei Veröffentlichungen von Spielersperren eines Sportverbandes, also die sozusagen die rote Karte bekommen hat, haben und die dann im offenen Internet veröffentlicht werden, wo man sich auch auf die Meinungsfreiheit beruft in diesem OLG-Urteil, obwohl es hier vielleicht gar nicht um die Meinungsfreiheit geht, sondern um eine Mitteilung innerhalb eines Sportverbandes. Der macht es, weil es halt etwas einfacher ist, übers Internet, übers offene Internet. Und Da sehe ich den Datenschutz ja eigentlich total den Bach runtergehen in einem Feld. Noch gläserner kann ein Mensch ja überhaupt nicht sein. Ich will ein paar Anmerkungen auch auf durchaus fragende Art machen. Das erste, Daten, für mich weitere Anregungen, die es gab, sehr herzlich bedanken. Datenbrief, das ist sicher etwas, was wir überlegen werden. Man muss nur gucken, ob man damit nicht trotzdem auch eine Konzentration von Daten schafft, die es vorher nicht gab, weil sie nicht verknüpft waren. Eine Grundfrage ist, die wir, glaube ich, stellen müssen, ist das Internet was ganz anderes oder was ganz Normales? Ist das eigentlich die Abbildung von Realität? Es gibt keine virtuelle Realität, es sind ganz normale Rechtsbeziehungen, halt in einer anderen Form. Hier haben wir jetzt private Kommunikation, wo der Staat nichts zu tun hat. Wir haben also, hatten ein staatliches Monopol mit dem Post- und Fernmeldegeheimnis, haben das dann mit Zertifizierungsregeln privatisiert. Hier haben wir jetzt private Kommunikation aller Art, ich lasse mal offen, wie man die nennt, und hat jetzt der Staat hier auch eine Sicherstellungsaufgabe, ja oder nein? Jetzt gibt es die Extremposition zu sagen, nur der Staat sichert den sicheren Verkehr, Punkt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man sagt, der Staat macht ein Sicherheitsangebot
und sagt, wir stellen einen sicheren Verkehr zu